Hallo und willkommen zum Eurotragulator 2 im Together mit dem Real Locotus. Jo, hallo Leute. Und dem Lord Term. Hallo zusammen. Ja, bevor und wir den loslegen. Beiden gebe ich jetzt abwechselnd das Wort. Ja, bevor wir jetzt loslegen, die letzte Folge hat ein bisschen abrupt geendet. Lag daran, dass mein Eurotruck gemeint hat, ich stürze jetzt ab. Ja, deswegen stehe ich jetzt auch ein bisschen an einer anderen Stelle. Wie man sieht, ein schönes Schild vor mir. Danke, Darcy, an der Stelle. Ja, bitte, gern geschehen. Und ich hoffe, dass wir jetzt normal wieder weiter aufnehmen können. Da das Video in eigentlich schon 2 Wochen oder 2 Wochen später rauskommt, als du die 3000 überschritten hast, können wir dir jetzt offiziell mal gratulieren zu deinen 3000 Abos. Ja, genau. Jo, danke schön. Glückwunsch zu 3000 Abonnenten. Steht doch schön am Schild drauf. Ja. Jo, na gut, dann würde ich sagen, fahren wir los, oder? Oder willst du noch was sagen, Leute? Ja, bei mir war es halt so, dass gleich fast mit einem ETS-2 mein Bandicam abgeschmiert ist. Danke mal dafür. Und dass dadurch auch die Verabschiedung ausfiel, sag ich mal. Ja. Aber das war, das ist ja auch kein Beinbruch. Auf jeden Fall sehr eigenartig. Wo waren wir denn eigentlich stehen geblieben? Wir hatten über Serien gesprochen, ne? Ja, und ich traue mich ja gar nicht sagen, aber ich muss jetzt den Trailer bei der gleichen Firma abholen, wo ich gerade schon war. Richtung Absturz. Oh, oh. Ja, also, gut. Für die Vorwarnung. Also eventuell stürzt es gleich wieder ab, aber ich hoffe es nicht. Weil theoretisch ist das Spiel frisch gestartet, also... Aber wer weiß das schon. Ja, man steckt dran. Und ab und zu reagieren Glück, ja. Spiele so schon sehr empfindlich. Obwohl, bei Nord war es ja jetzt nicht das Spiel und schuld, sondern Bandicam. Ja. Hm? Drückt die Daumen, dass wir jetzt durchkommen und dass wir jetzt wieder aus Wien rausfahren dürfen. Ja. Ich muss fahren, ich kann leider nichts drücken. Doch, ich kann einen Daumen kann ich drücken. Ja, du fährst damit Maus. Ja, ich habe Maus, genau. Ja. Ich auch, ich fahre ja ohne Maus. Also. So, auf geht's, Richtung Absturzstelle. Absturzstelle. Das hört sich gut Nein, an. Nein, Leute, wir spielen keinen Flugsimulator. Vielleicht sollten wir, vor, dass du den Firmensitz befährst, drauf fährst, vorher uns schon mal verabschieden. Du, ich fahr gerade in Kreisverkehr rein, okay? Also ich bin... Da ist eben... jetzt haben wir schon eine Ampel. So, also da sind wir schon mal durch. Hat hier schon immer eine Ampel gestanden? Wo? Ja. Rotterdam, wenn du Richtung Fähre fährst? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. War also ich schon lange nicht mehr. Bei TSM steht da keine. Egal. So, back to topic, würde ich im Forum schreiben. Genau. Ja. Unser Thema heißt Serien. Wir haben letztens über Schrecklich nette Familie geredet, hören mal, wer da hämmert. Zwei schon ältere Serien. Ja. Den Nachfolger über Modern Family hat man auch kurz geredet. Mhm. Über einige Krimiserien. Ja, was schaut ihr denn? Schaut ihr zurzeit aktuell irgendwas? Walking Muss Dead. Muss ja nicht eine neue sein. Walking Dead, schaust du. Wobei jetzt in der vierten Staffel wird es langsam schon ein bisschen fad. Es ist immer viel Abwechslung. Gesehen. Am Anfang war es was Neues, okay, Neues, passiert immer wieder was, aber die vierte Staffel, ja, ich weiß Komm. Nicht, was ich davon halten soll. Da kommen so langsam die Ermüdungserscheinungen einfach durch. Das hast du ja oft bei neuen Serien, dass sie sehr schnell etwas fade wird. Wie hieß die nochmal? The Dome? Ja, die war... So eine Serie? Ja. Dieser Kuppel da. Ja, genau. Ich meine, die ersten Folgen waren ja vielleicht noch ganz unterhaltsam, aber die ist so schnell. Also ich habe noch niemals die erste Staffel zu Ende geschaut. Doch, das haben wir schon anderen. Ja, also aber es ist nicht so empfehlenswert. Nee, die ist so öde. Die hat mich eigentlich genauso enttäuscht wie damals die... Wie hieß die nochmal? Die 4400er oder wie die hieß. Ja, die wollte ich gerade erwähnen, genau. Ja. Da, die hat auch. Ah, die habe ich nicht gesehen. Die fing auch top an. Die fing top an und die hat mir am Anfang auch wirklich gefesselt. Fand ich auch sehr interessant.
Aber spätestens so nach der 6., 7. Folge dachte ich auch, ich bin im falschen Film. Hm. Ja, aber sowas gibt es leider immer wieder. Genau. Ja. Ja. Oder was ich mal gerne gesehen habe, war die Serie Eureka, wenn die jemand kennt. Mhm. Ja. Die war recht lustig gemacht. Die hat Spaß gemacht. Die war lustig. Der Sheriff ist nicht intelligenter. Oder nicht so intelligenter wie die Bewohner. Man könnte ja auch einen Untertitel bei der Serie machen, ne? Welchen der da wäre? Eureka, oder wie mache ich endlich einen Heiratsantrag? Ach so, jo, stimmt, dieser Running Gag. Weil bis zur 4. Staffel hat der K gebraucht. Ja. Ja, aber gut, das war so ein Running Gag. Ja, genau, das war der Running Gag schlechthin. Ja, wie hieß da, bei Superman war das doch in der Serie, in der Fernsehserie auch so. Da, wie hieß das nochmal? Clark und. Wie hieß Lois. Die, Lois Lane. Lois Lane. Da war das auch immer so ein Running Gag. Aber bitte beim Superman, dass die nicht merkt, dass er der Superman ist. Hallo, es passiert immer so. Er ist zufällig in der Nähe. Ja, puh. Ja. Und er verschwindet immer kurzfristig. Also gut, das ist auch das Einzige, was ich an Superman eigentlich mal etwas merkwürdig fand. Ja, und vor allen Dingen keiner erkennt ihn wegen der Brille. Ja, auch, ne? Nur weil er eine Brille auf hat und den Haarscheitel anders hat. Was macht da mal die Augen auf? Ja. Weißt du, er hat dieselbe Statur, dieselbe Größe und so, dieselben Augen, aber es erkennt halt keiner. Nein, das ist. Er schaut ganz anders aus, wenn er Brille auf hat. Ja. Ja. Das ist vollkommen ein Unterschied. Ja, das war dasselbe Problem, was ich auch fand. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Serie hieß, mit dem jungen Superman, wo er noch als Jugendlicher gespielt hat. Wie hieß denn Smallville, war? Meinst du? Ja, Smallville. Genau. Da war dasselbe Problem, fand ich immer. Huch? Wieder 80 Euro weniger. Also. Ich hab glaubt, dein Bandicam ist wieder abgestürzt. Nein, diesmal nicht. Ich bin bloß gerade geblitzt worden. Passiert. Achso. Na, wenn's sonst nichts ist. Ich bin da gerade in England. Die Engländer brauchen Geld. Ja, aber. Ihr habt mir ja mal erklärt, wie das umgerechnet wurde, ne? Naja, mal 1,6 ist es offiziell, wie ich aus meinen Kommentaren lesen durfte. Aber Leute, 1,5 ist einfacher zum Lesen. Zum Rechnen im Kopf. Als 1,6. Ja, besonders auch 1,6 ist in dem Sinne ja auch nicht richtig, weil das ist eine ganz krumme Zahl. Ja, 1,6 irgendwas. Ja, wenn man es realistisch nimmt, müsste man dann wirklich hergehen und komplett die richtige Zahl nehmen. Aber oder man stellt halt einfach um. Ja, aber wer kann schon sowas aus dem Kopf raus umrechnen? Gibt sicher Leute, die das können, aber ich kann nicht dazu. Ja. Ja, es gibt bestimmt Leute, die das flugs mal im Kopf ausrechnen können. Wir können das nicht. Nee. Aber ich habe heute auch nicht umgestellt. Achso, Dings umgestellt. Auf England Betrieb. Aber um nochmal auf die Serien zurückzukommen, was auch ein großes Thema ist eigentlich, sind so Arztserien. Ja, stimmt. Da hat mir aber eigentlich nur Dr. House gefallen. Ja, der ist sowieso super genial. Also die haben wir auch liebend gerne angeschaut. Ja. Also sonst mag ich Arztserien überhaupt nicht. Ein richtiges, Entschuldigung, das ist jetzt so direkt Ausdruck, Arschloch. Aber ja, aber ein sympathisches. Genau. Ein sympathisches Arschloch. Das war auf meine jeden Mutter Fall. Guckt immer er. Kennt ihr jemand? Was? Er. Ja. Ach, aber der, wie hieß der Schauspieler, der da durch berühmt geworden ist? Guckt sie immer ganz gerne. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie hieß denn der Schauspieler, der durch er berühmt worden ist? Wie sagt er gar keine nicht. Keine Ahnung. Ja, meine Mutter guckt die immer. Deswegen. Ja. Wenn ich die ein bisschen. Schwert als Schauspieler kenne ich auch nicht. Doch, das ist einer. Waha, ich hätte abbiegen müssen. So ein Schönheitsidol. Leute, ihr guckt mal kurz weg. Okay, keine Ahnung. Aber ja, was auch so typische Arztserie ist eigentlich Scrubs. Wobei Scrubs nicht wirklich aufs Arztsein Wert legt, sondern eher auf das Drumherum. Ja, stimmt, der Hausmeister da drin ist immer okay. Aber der hat eine eigene Serie, gell? Ja. Aber wie die heißt, darfst du mich jetzt im Moment nicht fragen. Wie heißt die? Aber die läuft zurzeit auch aktuell. Leute, das war's. Der Herr Lord Derm wird sich jetzt verabschieden. Ja. Der wird sich jetzt andere Aufnahmepartner suchen müssen. Genau. Gefährlich, gefährlich. Ja. Ich habe die Serie schon gesehen, schon ein paar Mal. Sie ist nicht schlecht, aber glaubst du, ich komme jetzt auf den Namen?
ja. Käme ich jetzt denn da drin? Ja, da hat er eigentlich so eine Vorstadtfamilie. Erster Vater, Mutter ist Autoverkäuferin. Drei Kinder haben es, glaube ich. Im Teenageralter und jünger und sind halt die typischen Probleme. Aber frage mich jetzt nicht, wie die heißt. War das nicht irgendwas mit M? In the Middle. Ja, genau so. Wüsste, das hat es doch noch gewusst. Ja, der Tipp mit dem M. Ich wusste nur noch, dass sie mit M anfingen. Oder The Middle oder irgend sowas. Ja, irgend sowas auf jeden Fall. Aber ist auch ziemlich lustig zum Anschauen teilweise. Ja. Aber der Hausmeister war sowieso der Beste in Scrubs. Ja, stimmt. Na gut, da muss ich zu meiner Scheide gestehen, Scrubs habe ich überhaupt nicht geguckt. Oh, ich fand's lustig. Ich meine, mittlerweile kann ich es mir nicht mehr angucken, weil Pro7 das ja auch tot sendet. Ja. Also. Ja. Da kommt ja mindestens jeden Tag 4 Folgen von, Minimum. Also ich habe jetzt mal eine Werbung gesehen, die beste Serie der Welt. Ja, was kommt da jetzt? Habe ich mir mal 2-3 Folgen angeguckt, also, naja. Die beste Serie der Welt. Game of Thrones. Ja. Wie heißt die? Game of Thrones. Ach so, ja. Die werben damit, dass es die beste Serie der Welt ist. Und da bin ich anderer Meinung, ganz ehrlich. Ja, in Amerika werben sie dann... Ja, in Amerika werben sie aber mit dem anderen, nicht mit der besten Serie der Welt, sondern mit der härtesten Serie der Welt. Das ist ja auch. Ja gut, das passt auch. Ja. Das also habe ich schon noch 3 Folgen rausgefunden, also. Ja, ich sag nur Ende der ersten Staffel. Ja, da kommt reichlich flüssiges Zeug zum Einsatz. Ja. Am liebsten in Rot. Ja, genau. Na, also Game of Thrones, das ist mal. Es ist zwar eine nette Serie zum Anschauen, aber es ist so. Es mich in die Länge gezogen. Obwohl ich. Ja, ich mag zwar Fantasy und sowas, aber ich weiß nicht, irgendwie übt die Serie keinen großen Reiz auf mich aus. Na, auf mich auch nicht. Nee, auf mich auch nicht mehr. Also ich habe jetzt mal 2-3 Folgen angeguckt. Ich fand sie nicht so berühmt, nein. Jede Folge dauert ja auch, glaube ich, 40 Minuten oder 45. Ja. Normale Standardmaß der Amerikaner. Nö, Scrubs dauert eine halbe Stunde. Ja gut, bei Komödien, da ist es kürzer. Aber bei normalen Serien ist in Amerika doch eigentlich eher so, auch bei den Krimiserien, die liegen alle so auf die 40 bis 50 Minuten rum. Guckt einfach mal Star Trek zwischen 45 und 50 Minuten. Ja, ja, oder solche Sachen. So, eine erste Serie gibt es eigentlich noch, gell? Schon eine alte. Ältere. Also, ja, es gibt ja den Gerichtsbeziehender, wie hieß der? Quincy? Nee, Quincy. Quincy habe ich gerne gesehen. Die meinte ich jetzt zwar nicht, aber okay. Zu alt nun auch wieder nicht. Ich meinte Emergency Room. Ah. Die guckt meine Mutter auch ganz gern, aber eben nur meine Mutter, nicht ich. Ja gut, ich kann mit Ärzte-Serien an sich nicht anfangen. Ich sag, Quincy habe ich damals auch gerne gesehen, aber das ist auch keine richtige Arzt-Serie. Und das ist genauso wie Dr. House. Es geht zwar um sowas, um Ärzte und so, aber... Ja, der ist mehr oder weniger Ermittler. Ja. Mhm. Aber... Ach, ich habe Licht vergessen einzuschalten. Wenn der liebe Bulle da mal nicht mal weiß, wie es weitergeht, kommt Quincy auf den Plan. Ich muss gestehen, ich habe keine einzige Folge gesehen. Ich kenne ihn nur vom Namen her. Ja doch, die habe ich. Ja gut, damals gab es ja noch nicht so viele Alternativen zum Schauen. Das ist ja auch 80er Jahre und 70er Jahre gewesen. Das sind so Sachen, die man damals geschaut hat, wo ich mir heute sagte, würde ich mir nie mehr anschauen. Ich habe als Kind auch Bonanza geguckt. Darcy? Ja? Nochmal auf Quincy, du weißt auch, wer da mitgespielt hat, ne? Als Assistent von Quincy. Du meinst den Asiaten da, oder? Ja klar, Star Trek. Ja. Weißt du den nicht? Ja, natürlich. War das nicht George Takei? Weiß ich jetzt gar nicht. Nee, das war doch nicht George. War das nicht? Doch. Ja, ich weiß es nicht mehr. Ich könnte mich mir da jetzt nicht sicher. Also ich würde mich jetzt auch nicht dafür mit der Hand ins Feuer gehen. Muss ich mir jetzt outen? Wer ist das? Nicht. Wer ist was? Dieser Takei. Den müsstest du eigentlich als Star Trek-Fan kennen. Ja. Ich hab's nicht so mit Namen.
Ja, siehst du. Ah, okay. Gut. Das sagt man schon eher was. Nett, dass da Pfeile auf der Straße sind. Ich weiß, dass der in der Rechtskurve kommt. Nett, dass ich jetzt mitten in der Nacht fahren muss, bei Regen. Aber wie gesagt, ich bin mir da jetzt auch nicht so sicher. Ich wüsste es jetzt nicht 100%. Also, ob es wirklich ist, Ähnlichkeiten hat er bestimmt, aber ja gut, natürlich. Sehen ja alle gleich aus. Ja, aber ich glaube nicht, dass du weißt, dass wir in der Aufnahme sind. Ja, ist aber irgendwo richtig, oder? Ja, also ich finde immer, als ich sag Europäer da eins, für uns, schwer, für die Asiaten schauen wir auch alle gleich aus. Ja, weil wir können die schlecht auseinanderhalten. Genauso, ich habe mal eine Sendung gesehen, da hieß es eben drinnen, wenn zum Beispiel ein Mensch nur mit Affen aufwachsen würde, mit Schimpansen oder sowas, der könnte dann jeden Affen am Gesichtszug auseinanderhalten, wenn er damit aufwächst. Und genauso ist das, glaube ich, auch hier. Wenn du in Europa aufgewachsen bist, kannst du zwar die Europäer auseinanderhalten, aber auch Afrikaner kannst du nicht. Also ich persönlich kann Afrikaner eigentlich fast gar nicht auseinanderhalten. Für mich sehen die sich auch alle sehr ähnlich. Und das ist bei Asiaten genauso. Ah, okay. So, ich muss sagen, nein, das ist er nicht. Der Schauspieler heißt Robert Ito. Ja, siehst du? Weil der vom Alter her ist es ja in etwa dieselbe Zeit, wie Star Trek damals gewesen ist. Und oh, die Rennleitung steht da. Ito hat in einer Folge mitgespielt, Star Trek Raumschiff Voyager. Ah. Okay. Da hat er in einer Folge mitgespielt. Vielleicht kennst du ihn dann von dort. Ja. Vielleicht habe ich das durcheinander gebracht. Das kann sein. Ist ja auch nicht ganz so tragisch. Wenn wir bei alten Serien sind, gut, Locutus wird sie vielleicht nicht mehr kennen, der Lord wird sie vielleicht noch kennen, ist Männerwirtschaft. Ich war da auch mit dem Quincy-Darsteller. Ja, genau, deshalb kam ich da jetzt auch drauf. Und dann noch ein anderer bekannter Schauspieler, wie hieß ja, der? Ja, wie hieß der nochmal? Curtis. Nee, nicht Tony Curtis, nicht. Das war ein anderer, der damals auch viele amerikanische Spielfilme gemacht haben, diese Komödien mit Doris Day war der oft vertreten und so. Ich kann nichts dazu sagen, ich kenn's nicht. War vor deiner Zeit. Da war ja. Er noch nicht in Planung, ja. Ja. Ob du da überhaupt schon in Planung warst, ist noch die Frage. Sag ich ja, da war ich noch nicht in Planung. Ja. Ich fürchte auch, also. Ja, das kommt davon, wenn man mit zwei alten Leuten fährt. Danke. Sehr nett. Immer wieder gern. Ja, danke, danke. Das muss man sich von so einem kleinen Jungspund hier anhören. Jungspund. Du, für einen 14-jährigen Zuschauer bin auch ich schon alt. Stimmt. Das die werden dich dann auch schon als Alten bezeichnen. Was sind dann wir, Großväter oder was? Ja, du bist ein Opa. Das hast eher du, oder? Ich? Du hast gesagt. Nein! Weil er sagte, ich wäre der Opa. Von wegen. Ja. Achso. Wenn ich der Opa bin, was bist denn dann du? Ja, der Uropa. Okay. Wir sind schon wieder vom Thema abgekommen. Ja. Also Leute, die zwei kennen sicher mehr ältere Serien als ich. Ja. Dann gehen wir mal wieder auf die neueren Serien, damit du auch noch was zu reden hast. Muss nicht sein. Boah. Ja, was schaut ihr euch denn sonst noch an? Ach, Lord, du wolltest noch eine Serie erwähnen, die eigentlich als Serie jetzt nicht so gilt. Ach, du meinst eher jetzt als, die ja, mit dem Lech. Dokumentarserien. Ja. Da gibt's ja viele. Stimmt. Die du jetzt meinst, das ist die mit Harald Lesch, die ich meine. Alpha Centauri, die ging immer, auf Bayern lief die immer. Ja, die läuft ja auch noch. Und dann hat der ZDF auch noch eine Sendung. Toll, jetzt ist mein Spiel abgestürzt. Nein, oder? Ja, nicht wirklich. Ja. 15 Minuten voll? Wir sind bei 20 gleich. Na gut, dann können wir uns ja verabschieden, oder? Ja, dann stelle ich mich da am Rand. Ich bin zwar jetzt eigentlich schon vor kurz vorm Abgeben, aber... Ich auch. Heute ist echt der Wurm drinnen. Schon, ja. Na gut, dann sag ich mal, macht's mal schön gut. Bis die Tage.
Jo, ade. Ja, Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.